Anfang dieser Woche ist der Stall noch leer. Die 80 Milchkühe und genauso viel Jungvieh stehen verteilt auf 8 anderen Höfen. Landwirt Sebastian Frey hat sie noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Am Ende hat ein selbstgebauter Damm verhindert, dass das Wasser aus Donau und Zusam in den Stall gelaufen ist. Auf den Feldern rund um den Hof ist der Schaden dafür groß, zum Beispiel im Mais. Sieht man schon, wie die Pflanze von unten verfärbt ist, wie die Blätter absterben, Blattverletzungen sind. Und das ist jetzt einfach eine Frage von der Zeit, wie lange das im Wasser aushaltet, weil die Wurzeln stehen im Wasser, sterben ab. Auf anderen Feldern ist es noch eindeutiger. Die erste Schätzung, Totalausfall auf 100 Hektar. Eine Versicherung gegen Hochwasser gibt es für Äcker und Wiesen bisher nicht. Deshalb der Wunsch an die Landwirtschaftsministerin, eine unkomplizierte Entschädigung. Ich habe kein Problem, wenn die landwirtschaftlichen Flächen bei uns unter Wasser stehen, vor eine große Stadt im Wasser versinkt. Aber dann muss man einfach im Umkehrschluss auch sagen, der Schaden, der wo auch hier entsteht, der muss einfach entschädigt werden. Wir reden bei uns, keine Ahnung, von der Schadenssumme von 200.000 bis 300.000 Euro. Ob die Ministerin so viel Geld mitbringt? Pressetermin auf dem Hof von Sebastian Frey. Neben vielen Diskussionen mit den betroffenen Landwirten kündigt Michaela Karniber an, dass wir Schäden, die versicherbar waren, ja, mit bis zu 25% entschädigen und die nicht versicherbar waren, mit 50%. Und wenn Betriebe heute existenzgefährdend auch betroffen sind, dann kann das sogar bis zu 100.000 Euro sein. Für die meisten Bauern gilt aber eine Deckelung von maximal 50.000 Euro. Milchbauer Sebastian Frey sagt, das geht in die richtige Richtung, aber wenn ich jetzt so beispielsweise irgendwo die 100 Hektar nehme, dann haben wir 200.000 Euro Schaden, 50.000 Euro werden entschädigt. Fehlen nur 150.000 Euro, das ist halt irgendwo Geld, wo uns natürlich für meine Familie, für unsere jung gegründete Familie jetzt auch natürlich dann fehlt. Und so werden wohl viele Landwirte in den Hochwassergebieten heuer einen Verlust einfahren. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.